Holger Schüttrumpf begutachtet momentan viele kaputte Deiche in NRW. Er ist Professor am Institut für Wasserbau der RWTH Aachen. Das Wasser ist hier an der Lippe schon seit Tagen auf beiden Seiten des Deichs ein echtes Problem. Wenn der Deich von beiden Seiten durchsickert wird, dann heißt das, der Wassergehalt im Deich nimmt zu. Das heißt dann aber gleichzeitig, die Festigkeit des Deiches, also die Widerstandsfähigkeit gegen diese hohen Drücke, die jetzt hier von der linken Seite kommen, die Widerstandsfähigkeit nimmt ab. Marode Deiche, die nicht mehr richtig schützen. In Waltrop bei Recklinghausen ist ein Deich gleich an zwei Stellen gebrochen. Ein Bauernhof wurde vom Wasser eingeschlossen. Eine Bewohnerin musste hier in Sicherheit gebracht werden. Eine ältere Dame, die da auf dem nicht bewirtschafteten Teil wohnt, haben wir dann letztendlich gesagt, sie müssen jetzt hier weg. Und das hat sie dann auch irgendwann befolgt. Und kurze Zeit später ist dann auch der Privatdeich, den die drumherum ums Haus gebaut haben, an zwei Stellen gebrochen. Man kann einen Deich über die Länge und über die Größenordnung, wenn der an zwei Stellen irgendwo bricht, man kommt irgendwann auch nicht mehr zu den Stellen richtig hin. Und wenn da ein Bruch einmal erfolgt ist, strömt das Wasser mit einer dermaßenen Wucht und Gewalt. Auch in Duisburg-Homberg ist ein kleinerer Deich gebrochen. Das Loch konnte aber inzwischen abgedichtet werden. Hier sind zum Glück keine Anwohner betroffen. In Telgte hat Landwirt Ludger Rölfer die Sache mit seinem Bagger gleich selbst in die Hand genommen. Ein Privatdeich ums eigene Haus, sowas hat nicht jeder. Heiligabend haben wir angefangen zu baggern, nur die ersten kritischen Stellen, wo wir vermutet haben und wo es dann wohl rüberkommen könnte. Gut, und da haben wir auch recht behalten und haben es auch richtig gemacht, dass wir die ersten Stellen gemacht hätten. Sonst hätten wir schon lange auf dem Hof das Wasser drauf. Allein entlang des Rheins im Bereich der Bezirksregierung Düsseldorf müssen 44 Deiche saniert werden. In den vergangenen Jahren konnten aber gerade mal 6 davon instand gesetzt werden. Bleiben 38 marode Deiche über. Dabei wäre gerade hier ein guter Schutz wichtig. Wir hatten 2013 Hochwasser, 2016, 2017, 2021, jetzt wieder 2023. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich in Deutschland für den Hochwasserschutz entsprechend wappnen. Und wir müssen den Hochwasserschutz ernst nehmen. Denn auch entlang der kleineren Flüsse ist das Wasser für viele Menschen eine echte Bedrohung. Also da, wo keine Freifläche, kein Kurpark ist, sondern Wohnungen direkt am Deich, da sind die Sorgen groß. Viele Menschen haben wahrscheinlich alles andere als entspannte Weihnachtsferien in so einer Situation. Nicht nur hunderte Einsatzkräfte der Feuerwehr, auch viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die waren ja in den vergangenen Tagen in Hamm im Dauereinsatz. Das Ziel, den Deich irgendwie stabil kriegen, der da durchgeweicht ist, damit er nicht bricht und womöglich dann das Wohngebiet überflutet. Stundenlang Sandsäcke schleppen und das auf matschigem und rutschigem Untergrund, das kostet enorm viel Kraft und trotzdem ist die Hilfsbereitschaft riesig. Die weißen Sandsäcke schützen die Wohnhäuser in Hamm. Sie sind das Werk von hunderten Helfern, Schichtarbeit, Tag und Nacht. Diese freiwilligen Feuerwehrleute kommen dafür aus dem Kreis Warendorf. Sie sind die Ablöse für die Kollegen aus dem Ort. Seit 3 Stunden dichtet Marius Hellwig den Deich mit Sandsäcken. Da komme man gut ins Schwitzen. Naja, also so ein Sack wiegt so 5 bis 6 Kilo. Und man braucht ein paar tausend davon, um das hier stabil zu kriegen. Also schon ein bisschen anstrengender. Der Wasserpegel im Überschwemmungsgebiet der Aase sinke zwar etwas, erzählt man mir. Der Schutzwall jedoch ist völlig durchweicht. Allein heute sollen deshalb 20.000 Sandsäcke dazukommen, um die dahinterliegenden Häuser zu retten. Wie das von Andreas Sievert. Was er fühlt? Er sagt vor allem Dankbarkeit für alle, die mit anpacken. Ja, das ist schon ein tolles gemeinschaftliches Gefühl. Also ich habe am ersten Weihnachtstag den Abend in der Kette gestanden, zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr. Mir gegenüber war, ich schätze mal so, eine junge Mutter, die hat die Weihnachtslieder, die in der Kette gesungen wurde, tadellos mitgesungen. Und da habe ich nur gedacht, wenn so jemand jetzt hier in der Kette steht am ersten Weihnachtstag, dann ist das, mehr geht nicht. Fast alle hier von Feuerwehr und technischem Hilfswerk machen das ehrenamtlich. Merle Wilhelm und Markus Schiminski erzählen, sie sind den dritten Tag hier. Jede Schicht geht 12 Stunden. Ihre Pumpen saugen das Wasser ab, das die Sandsäcke aus dem Damm pressen. Das ist schon anstrengend. Also es ist jetzt körperlich hauptsächlich das Problem, dass wir viel am Laufen sind. Das sind teilweise 18, 20 Kilometer am Tag, die man hier auf
unwegsamen Gelände zurücklegt. Markus Schibinski ist eigentlich Unternehmer in Hamm. Merle Wilhelm, Logistik-Sachbearbeiterin. Wir haben auch wirklich tolle Unterstützung durch unsere Familie und Freunde, dass die das auch Verständnis zeigen, wenn wir dann in den Einsatz gehen, auch an Feiertagen. Und die Menschen hier seien wahnsinnig dankbar, brächten Kaffee und Tee. Das tue gut, höre ich. Auf dem Weg zurück begegnet mir Familie Solejewski. Auch sie wohnen hier am Deich. Und sie haben Dominosteine aus dem Supermarkt mitgebracht. Man fühle sich dazu verpflichtet. Weil wir nichts anderes tun können. Ne? Für den Menschen oder für die Menschen, die sich um uns sorgen, sich auch zu sorgen, um deren Wohlbefinden zumindest. Und Danke zu sagen und einfach ein Stück weit anzubieten, sie auf irgendeine Art und Weise zu unterstützen. So wie sie es gerade brauchen. Und wenn es Schokolade ist, ist es Schokolade. Und wenn es die Toilette ist, ist es die Toilette. Kleine Gesten der Anerkennung. Mehr braucht es vielleicht gar nicht für Freiwillige, um weiter, trotz Kälte, Müdigkeit und der Familie, die zu Hause wartet, für andere in Not einzustehen. Ja, und nicht nur an der Ahse in Hamm wird gegen das Hochwasser angearbeitet, sondern auch an der Weser im Kreis Herford. Da gab es heute Nachmittag eine Warnung vor Überflutungen in Teilen der Stadt Flotow. Und da vor Ort für uns ist jetzt Stefan Leiven. Stefan, die Menschen wurden da aufgefordert, das betroffene Gebiet zu meiden. Wie ist die Situation jetzt am Abend? Ja, das ist eine ganz dringende Aufforderung, sollte man auch unbedingt nachkommen. Nicht mehr an den Fluss gehen, der Fluss ist einer der schnellsten, mit der höchsten Fließgeschwindigkeit überhaupt in Deutschland. Das ist lebensgefährlich, dort am Ufer zu stehen. Außerdem behindert man die Rettungskräfte, ganz viele Freiwillige vom THW und von der Feuerwehr sind im Einsatz. Auch die umliegenden Bauern mit ihren Traktoren, das ist hier so ein Traktor. Und man sieht hier beispielsweise auch eine ganze Palette voll mit Sandsäcken. Insgesamt müssen 20.000 Sandsäcke zu einer Firma gebracht werden, dort droht nämlich ein Deich zu brechen, der ist schon aufgeweicht. Wir haben heute Nachmittag hier schon einmal gefilmt. So sieht es aktuell also aus in Flotow. Die Weser hat quasi schon das gesamte Tal überflutet. Und sie steht aktuell beim Pegelstand von 6,84 Meter. Vor Weihnachten waren es noch 3,70 Meter. Manche haben es zum Beispiel nicht mehr rechtzeitig zu ihren Campingwagen geschafft. Deswegen stehen die jetzt mitten im Wasser. Das ist durchaus gefährlich und man sah jetzt gerade auch noch die Firma, um die es geht. Hier droht der Deich zu brechen. Mehrere hundert Einsatzkräfte sind damit beschäftigt, die Sandsäcke dort zu stapeln. Damit die überhaupt dahin kommen, müssen sie mit Traktoren und auch mit Anhängern hingebracht werden. Und das ist durchaus gefährlich, denn ich habe es eben erwähnt, die Fließgeschwindigkeit ist sehr hoch. Und mit bangem Blick guckt man hier weseraufwärts, was da in der Nacht noch kommen kann. Wegbleiben vom Fluss, die Botschaft von Stefan Leiven aus Flotow. Vielen Dank.